Vielen fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Bayonetta 3. Ah, das letzte Mal sind wir mit Veronica, ich glaube selbst Veronica, in der Wüste gelandet und haben unseren Schutzgeist verloren. Aber den finden wir jetzt wieder. Und jetzt hat der fünfte Kampf gestartet. So. Und wir wollen unsere Herren jetzt in Sicherheit bringen, oder? Das Bärchen. Da war ja gerade was im Graben. So. Nice. So, wohin muss ich jetzt? Ich darf da nicht rein, okay, gut zu wissen. Ich finde hier gerade nicht mehr raus. Guck mal, von da bin ich gekommen. Schon gut, dass ich so ein komisches Kartending habe. Ah, da komme ich ja nicht rein. Ja, du brauchst Wasser, ich weiß. Ich komme hier doch nirgendwo anders raus. Oder? Oder sehe ich hier gerade irgendwas? Ha. What the fuck? Ich bin verwirrt. Ich sehe gerade keine andere Möglichkeit als hier unten. Bin ich ganz ehrlich. Hey.
Ich bin verwirrt. Ist halt dieser Schlick, wo ich nicht rein darf. Hier ist das Tor. Ja, ja, du brauchst Wasser. Hier komme ich nicht rein. Oh. Nee. Ist irgendwo was. Auch nicht. Hier reagiert halt sein Schwanz ganz toll. Ganz stark. So. Ich darf nicht so lange in diesem Schlick bleiben. Eieiei. Ey, ich... Das gibt's doch nicht. Na, wenn ich was gefunden habe, melde ich mich mal zurück. So, ich glaube, ich habe hier irgendwo was gefunden jetzt. Müsste irgendwas sein. Im Schalter. Ah. Da. Hoffentlich ist es Süßwasser, würde ich sagen. Aber Viola ist jetzt gerettet. Ja, mir ist auch zwischenzeitlich der Name wieder eingefallen. Es war nicht Veronica oder so, sondern Viola. So. Ah, okay. Jetzt kann ich mir mein Ziel anzeigen lassen. Sehr schön.
In den Shop brauche ich gerade nicht zu gehen. Nein, spring doch nicht so weit. Ey, Viola. Ey, halt dich doch an dem Stein fest. Na, wohl, ich muss... Ach. Hier soll ich jetzt noch die ganzen Dinger einfangen. Arschlecken. Nein, 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 nein. Viola, bitte unterlassen Sie diesen Unsinn. So. So, geh doch. Scheiß Treppsand, ey. Boy. Kümmere ich mich hier um den kleinen Homunkuli. Was ist denn das für ein Butterfly Crystal? Kommt ein ganz dicker. So. Und geclimaxed wird er. Oh, schön, in der eisernen Jungfrau. Oh yeah. Ganz viele Kämpfe übersprungen. Ah. Sie wollte zu Luca, Luca. Und da kommt die ganze... Da wo Luca ist, ist auch dieser komische Wolfsding. Das heißt, ist Luca dieser Wolfsding? Und ab in die Stadt. Und da
Das geht schon. Nope. Mach ich einfach Fernkampf angesetzt. Solange ich treffe. Zack. Oh yeah. Wie grob. Red Eyes. Na toll, man gibt sich Größe, um ihn zu finden, und das ist der Dank dafür. Ein Schlag in die Fresse. Ja, ja, wenn man sich um Leute sorgt, dann kriegt man einfach nur einen Schlag in die Fresse. So. Das erklärt auch, warum er so intelligenter ist als die anderen Monster. Komm schon, lass dich schnetzeln. Ausweichen bringt dir nix. Oh. Was das mit Viola? Dabei hatte ich doch gewonnen. Magik. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie zerplatzt oder sie steht erneut auf. Was für Zeit, zerplatzt oder aufsteht. Oh, sie nimmt eine neue Form an. Sie ist auch ein Werwolf jetzt geworden.
oder nein, kein Werwolf. Okay, ich kann ihn einfach hinten halten. Ich muss einfach... Nein. Ich dachte, der stand da nicht gerade. Ich wollte kurz in die Info gehen, aber da war ich zu spät. Bossbonus. Sehr schön. Hey Luca, ich hab dich gerade perfekt weggeschlagen. Das ist unfair. Warum sterbe ich jetzt? Sterbe die. Und da war jetzt Bayonetta. Bayonetta jetzt Hilfe. Sag doch einfach, dass es Luca und fertig ist. もし無事に戻らなかったら地獄でも天国でも迎えに行ってもらうわよ。いい？キティ。分かった。分かりました。 So, sehr schön. Den heißen Sand habe ich hinter mir jetzt gelassen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, wie lange das geht. Eigentlich wollte ich die Aufnahme kurz pausieren und dann weitermachen. Jedoch ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe außerdem die Aufnahme beendet, deswegen weiß ich nicht, wie lang der erste Teil geht. Ein quakender Chor. Okay, dann erwartet uns das beim nächsten Mal ein quakender Chor. Deswegen, ich würde erstmal den Party stehen lassen und sage nur noch, tschüss, hauen Sie rein, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Bye, Bayonetta. Bis dahin. Tüdelü.